Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Ark Survival Plus. Zusammen mit Sinnewittchen. Hallo. Hallo. Mit Xa. Moin. Mit Coach. Hallo. Und mit Hippo. Hallo. Und Balu. Servus. Und dem Lagerschweinchen. Und dem Lagerschweinchen. Und ich bin wieder am Lagerfeuer. Über das Ende der letzten Folge möchte ich nicht reden. Also habe ich jetzt schon ein paar Rüstungen gebaut. Wir hatten jetzt noch keine. Warte mal, Sinte hat noch keine. Ich habe jetzt das Also ich habe jetzt meine Hose und... Genau. Oh, jetzt, nee, habe ich nicht. Nimm dir noch, Coach. Da ist drin, im Schwein. Ja. So, und dann schaue ich mal, ob ich noch was bauen kann. Da fehlt mir Hide-Straps und Plant-Strings. Plant-Strings waren noch drin, oder? Ich wollte noch für dich weitere Plant-Strings herstellen. Wie viel brauchst du von denen? Hide ist drin. Baut einfach, die brauchen wir für alles Mögliche. Ich baue jetzt mal 88. Ja, genau. Einfach auch machen. Brauche ich noch Hide-Strips und Hide habe ich jetzt aber auch nicht mehr so viel. Also ich weiß jetzt nicht, ob es für jeden eine Hose wird, aber zumindest hat ja jeder schon mal ein Oberteil. Ich nicht. Wie, du nicht? Oder liegt im Schweinchen noch was? Oh, also, jetzt brauche ich dir noch eins. Ah ja, da liegt drin. Okay. Jetzt hänge ich schon wieder in dieser Felslucke fest. Kannst du sie weghauen? Vorsicht, nicht hauen. Ich hoffe auch nicht, dass es hier ein Sniperfeuer lädt, sonst hätten wir nämlich auch ein Problem. Wieso, wird das dann ein Akku? Ich weiß nicht, aber es wird auf jeden Fall Schaden kriegen. Ich möchte nicht drüber nachdenken. Aber wir könnten auch langsam umziehen, es ist nicht mehr so kalt. Naja, warte mal, ich will noch ein bisschen bauen. Hat jetzt jeder schon mal die ersten Plans? Jeder hat jetzt einen Oberteil. Ich häng noch fest. Augenblick. Ich hab einen Schaden. Bei mir ist alles gut. Wo bist denn du? Coach, er sucht jede Felsspalte, weißt du? Und er findet sie auch noch. Die ersten 30 Plantstrings sind schon mal wieder im Schweinchen. Okay. Da hinten ist wieder ein Pelagornis. Warte mal. Ja, aber mit deiner Geschwindigkeit würde ich jetzt nicht versuchen, hinter dem herzukommen. Oh, ist gebonert, haut ihn weg. Ja, ich bin so schnell wie du. Männer. Gott, oh Gott, huch. Wo ist er hin? Er ist Richtung Felswand. Hat sich gelohnt. Er ist Richtung Felswand, holt ihr ihn? Ich kann mich gerade so sehr schnell bewegen. Wie, was hat sich gelohnt? Den Vogel zu zerlegen. Der gab ganz gut EP. Okay. Sah so aus, als hat sich Coach wieder befreit? Ja, ich kann hier aber nicht. Ich muss mir erstmal einen Platz suchen, wo ich runterkomme, weil. So, da sind Hosen drin. Nappt wenn du von euch? Deiner. Denk dran, du brauchst weiter nach rechts Posen. Läufst, dann bist du auch nicht im Gang. Ach, da, ja, jetzt kommt er. Aua. Hat einer einen Splint für Coach? Ein Splint? Nein, ich hab doch hier, habe ich doch. Hat er kein Pflaster? Ja, doch, ich hab ein Pflaster. So, gut, Jordan. Hätte ich jetzt fallen lassen. Okay, Rüstung. Moment. Eine Hose haben wir? Du brauchst jetzt noch ein Oberteil, hast keins, oder wie? Ich hab ein Oberteil. Achso, Quatsch. Ja doch, ein Oberteil habe ich, ja, doch. So, während die Jungs jetzt da unten verhackstücken, wem noch eine Hose fehlt und wie viele Bolas wer will und braucht, können wir jetzt mal ein bisschen in Ruhe quatschen. Ich muss mich nämlich jetzt hier mal ein bisschen darum kümmern, was mit meinen Kohlenhydraten ist. Ich habe da C mittlerweile rot. Ich glaube, dafür muss man Kekse machen. Hatte ich mir vorhin schon im Inventar angeschaut. Aber ey, Bärenfarben ist hier echt der Hammer. Das dauert ewig, bis man endlich mal was zusammen hat. Dann guckt euch das an. Mir fehlen immer noch die Melioberries. Meine Güte. Wie machen die Jungs das denn eigentlich? Essen die ganzen Beeren immer sofort auf, oder? Ich weiß es nicht. Sammel. Das hat hier echt nie ein Ende. Jetzt kommen da schon wieder die ganzen Pflanzenparts. Die brauche ich doch überhaupt nicht. Wir sind also sehr minimalistisch unterwegs heute. Wir müssen auch mit wenig zufrieden sein. Noch. Ja, ihr merkt schon, ich höre mit, was die da so sagen. Nicht, dass ich irgendwas verpasse. So als einzige Frau. Ich weiß noch nicht, ob ich mich da so wirklich wohl mitfühle. Ich hätte vielleicht doch mit den anderen mitgehen sollen. Irgendwie scheinen die nicht wirklich einen Plan zu haben. Kann das sein? Na, gucken wir uns das mal an.
Wir sind beim Lagerfeuer, wir sind auch gut bereit. Ich bin auch da. Ja. Hab das Scheinchen auf Falle und laufe hier los. Aha, doch eine andere Richtung, Coach. Wir wären da doch falsch gewesen. Wir wären falsch gewesen, oder? Ja, ich glaube ist schon. Auch nicht wirklich weit weg von da, wo wir eben schon waren. Hab ich's nicht gesagt? Aber wenigstens einer scheint zu wissen, wo wir hin sollen. Oh Gott, ich habe immer noch zu wenig Kohlenhydrate. Das mit den Bären ist gar nicht so ergiebig. Ja, ja, das habe ich auch irgendwann gesagt. Ich muss noch, ich komme gleich nach. Ich muss mir auch mal so Kekse bauen, glaube ich. Die sind wesentlich ergiebiger. Damit sich aber auch tut. Ach, hier oben? Da werden wir. Das hier ist für, ja, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen geschützt. Hast eine halbwegs ebene Fläche. Und im Prinzip auch alles da, was man braucht. Ja, man kann immer mal einen dicken Finger rüber zeigen zu den anderen. Genau. Finde ich gut. Boah, Süße, du tust mir so leid. Wieso heißt du nur Lagerschwein? Die Jungs, die haben echt keinerlei Ideen. Weißt du was? Wir spielen jetzt mal kleinen Kobold. Du brauchst da mal einen vernünftigen Namen. Bin mal gespannt, wann die Jungs das merken. Lager... Emma. Oh, Feststelltaste. Lager Emma. Den können wir auseinanderschreiben. So. Könnte mal hier einer gleich mal die Chopping Station hinbasteln, damit er das ganze Holz reinstopfen kann. Achso, ja, warte. Und wer macht jetzt welchen Beruf? Na, das sind wir ja noch nicht. Beruf, das ist Stufe 30. Ich bin noch bei Überleben. Das ist Stufe 1. Das ist Stufe 1. Ja, aber dann muss halt nicht jeder zum Beispiel die Säge lernen. Achso. Also so ein klein bisschen vorsortieren könnte man eigentlich. Hat er jetzt nicht ganz unrecht. Also wenn ich bauen dürfte, wenn ich bauen dürfte, wäre nicht schlecht. Würde mich sehr darüber freuen, über Schreinerchen oder so. Weil ich würde zum Beispiel gerne das Schmied sein. Steht mir da auf dem Turm. Kann man ja zum Glück nicht so einfach, ja. Nee, so einfach ist der Turm hier nicht. Aber Koya findet einen Weg. Ja, die Säge. Sarah und ich haben auch einen Weg gefunden, aber das war nicht so einfach. Die Säge im Moment, kann ich sagen. Wahrscheinlich noch Stufe sonst was, da komme ich gar nicht hin. Ja, 11. 11. Ach, da unten erst. Ja, okay, dann brauche ich die noch nicht, aber da muss ich mir ein bisschen was aufheben für. Muss ich dann sowas wie Firewood und das Gedöns auch lernen, oder ist das... Nö, das kann eigentlich auch einer nur erlernen. Oder zwei. Aber wäre es gut, wenn er dann Firewood lernt. Ja, dann mache ich das. Ist gut. Ja. Habe ich jetzt. So, Shopping Station baue ich gleich auf. Muss auch ein bisschen auf. Gut. Wo ist denn das Schwein? Da. Das arme Schwein hier wird zum Lager missbraucht. Hallo? Warum auch nicht? Weil es auch einen Stolz hat, weil es auch für Besseres eigentlich. Für Kacke streckst du Stimme aus, ist hervorragend geeignet. Und genau. Wollte ich denn jetzt eigentlich machen? So, wo sollst du hin? Steht schon die Carpenter Station? Wo willst du hin haben? Nee, das ist ja nur die Shopping Station. Wo wolltest du hin haben? So einen schönen Platz und kannst eigentlich direkt vorne da an den Metallfenstern. Oh Gott, nee, Moment, stellen. Es ist Coach. Oh, Shopping Station wird the next. Stell's hier vorne hin auf den Stein einfach hier. Das wird sonst the next Forge. Weißt du? Jetzt erst recht. Ich hau ihn kaputt. Wo sind ja noch irgendwo Bärenbüsche? Wurde, glaube ich, alles weggekrabbelt, aber ich schmeiß was ins Schweinchen rein. Ist das da hinten ein Höhlendurchgang? Ja. Da ist eine Höhle. Bären liegen im Schweinchen. Könnt ihr gucken, vielleicht könnt ihr euch auch einen Keks rausbasteln. So, hier, links ist. Shopping, Mach ich denn mit den Echo-Seeds? Mall. Kannst mal futtern, ja. Nicht die Bären so futtern, ich mach Kekse draus. Das hält länger und macht satter. Wenn ich genug Bären hätte. Ja, wie gesagt, hast du die aus dem Schweinchen schon raus? Ja, da ist quasi nix. Das reicht nicht mal mehr für einen Keks. Ja, ich weiß, der Keks braucht ziemlich viel. Also, Bärenbüsche. Na gut, dann krabbel ich mal eine Runde. Ich habe auch das Pottery-Wheel habe ich auch fertig. Soll ich das auch hinstellen?
Ja, natürlich. Und vielleicht noch ein, zwei Lagerfeuer zum Beispiel durchbraten. Eins genau. Habe ich schon gebaut. Ja, wo ist es? Wo soll ich es hinstellen? Auch hier oben hin? Ja, auch irgendwo da vorne, ja. Koja, kannst du dann schon mal Feuerholz machen? Wie musst denn? Du nur die Station anwerfen. Achso, musst du nur die Station anwerfen, ja, kann ich machen. Brauchst du, glaube ich, aber auch irgendwas hier. Eine Axt. Die Axt, ja. Ja, die habe ich in der Hand, aber die ist dann schnell kaputt. Ja gut, aber die kostet ja nichts. Bin gerade noch ein bisschen Büschel sammeln, dann komme ich gleich zurück. Was vielleicht nicht schlecht wäre, hat einer von euch das Bett und kann da was machen? Nein, das habe ich ja noch nicht gelernt. Habe ich gelernt, aber was noch was hilft, oder? Hat Sinde das nicht gelernt gehabt? Nee. Ich habe es gelernt. Nee, okay. Also ich bräuchte dafür noch Stroh und 20 Leder. Stroh ist halt so ein bisschen schwierig. Stroh könnte ich haben im Inventar. Wo ist eigentlich das Problem? Ich setze hier mal den alten Heulding hier. Sinde, da ist übrigens noch eine Hose im Schwein für dich, ne? Echt? Eine Hose. Danke. Wo wird denn Bronto da bohlen? Viel Spaß. Ich bleibe hier oben und schau zu. Zum DC. Ist auch eine schöne Ecke hier eigentlich mit diesen Felsformationen. Wobei, das stelle ich mir lustig vor. So die Bola, so einen großen See gewickelt. Ja, ja, eben. Sag mal, Dodos muss man ausbrüten oder? Dodos kannst du so füttern. Dodos kannst du direkt so klären, einfach ein paar Menschen in den Hintern schieben. Achso, weil ich nicht wirklich, man kann sie halt als mobilen Kühlschrank nutzen, aber sonst. Ah, weil ich gerade ein Dodo-Ei gefunden habe, deswegen. Unsere schöne Höhle ist nur ein kleiner. Also da können wir hier Höhlenmenschen spielen drin, aber das ist auch alles. Das ist nur so eine Einbuchtung. Mano. Tante Emma. Hm? Tante Emma heißt das Schweinchen, sehr gut. Ach so, okay. Wer war denn so kreativ? Da bin ich. Und wenn ich war Lager Emma. Ja, Lager Emma. Vorher hieß es nämlich Lagerschwein. Ach so, Lager Emma, ach so. Und ich fand das gemein. Ich habe nur Emma gelesen und dachte mir, das ist die Tante Emma, weil auch so ein Tante-Emma-Laden, ne? So. Hm. Da sind auch Bonas drin übrigens, kann sich auch noch jemand nehmen. Und der Keks, den ich reingeworfen habe, der ist natürlich vom Schwein gegessen worden. Scheiße. Gut gemacht, Emma, gut gemacht. Die Kekse schmeißt du besser ins Lagerfeuer. Hat's dir wenigstens ordentlich geschmeckt, Emma? Hast du deine Rache ausgekostet, ja? Hast du gut gemacht. Lass dir bloß nichts gefallen von den Jungs. Wir beide, wir müssen zusammenhalten, klar? Als einzige weibliche Wesen hier. Mal so eine generelle Frage. Hat jemand was dagegen, wenn ich vielleicht auf den Schmied gehen würde? Ja. Nein, Quatsch, mach nur. Ja. Nimm das, was überbleibt. Solange Coach nicht den Schmied macht. Was soll das denn heißen? Naja, weil du dann wieder Fortschritt baust. So überhaupt nicht wahr. Das ist ein völliges Gerücht. Bei den Haaren herbeigezogen. Und ich könnte ja mit Baloo eigentlich zusammen den Schmied machen, ne? Wir machen ja sowieso alles doppelt. Wir machen alles doppelt, ja. Im Grunde genommen gibt es auch zwei Bauer, ja. Ist die Frage, was Xa im Let's Play zeigen möchte, welchen Beruf? Oh, ja, gut. Also eigentlich, wo man meisten zeigen kann, sind halt die Bauberufe, aber ich meine... Miet ist ja auch wichtig für Waffen und so. Also, deshalb. Ja, also... Du kannst auch gerne den Schmied machen, wenn du möchtest, ich muss das nicht machen. Also letzten Endes, denke ich, macht Sinn. Dann mach nur den zweiten Carpenter. Ja, ist okay. Ich fände es am coolsten, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir bei den Let's Plays drei unterschiedliche Berufe hätten, oder? Also wenn wir jetzt nicht irgendwie zweimal bei den Let's Playern den Schreiner dabei hätten. Ich bin jetzt nicht mit dem Schreiner verheiratet. Wenn jetzt einer sagt, den will ich unbedingt, dann mache ich halt den Mason oder den Schmied. Oder. Nö, also ich könnte auch, also wenn du jetzt Mason Carpenter machst, Koja, dann nehme ich halt einfach den Blacksmith und dann wahrscheinlich am ehesten noch den Farmer, weil die anderen beiden haben jetzt nicht so viel zu bieten. Und Sinde? Dann, wenn du den Carpenter machst, würde ich den Mason machen, oder? Ja, können wir so machen. Und vielleicht Klamotten nähen oder sowas? Das wäre dann allerdings, wie nennt Taylor. Taylor. Genau. Ja, okay. Dann mache ich den Schreiner und was gibt's noch? Farmer braucht man ja auch noch einen zweiten. Achso, den hat ja Xa schon, dann fürs Let's Play noch was anderes. Was gäbe es denn da noch? Alchemist? Villager. Villager.
Wiltshire, weiß ich nicht, was es ist, um ehrlich zu sein. Das ist der Händler. Der Händler. Puh. Kann ich auch machen. Ich kann mir nur noch nichts drunter vorstellen, was der Händler eigentlich macht. Du kriegst ein bisschen Geld ins Gepäck und starrst zu den nächsten Bettenreisen und mit ihnen handeln. Ist doch ganz einfach. Du nimmst minderwertige Ware, läufst rüber zu den anderen und verkaufst sie denen für teuer Geld. Ich nehme die beste Ware an. Genau so und nicht anders. Ich nehme Glas und verkaufe es als Edelsteine. Ja, das hat das schon Beispiel. Mal funktioniert. Ne? Genau, genau. So geht das. Und dann packen wir noch Tulpenzwiebeln dazu. Falls wer Kekse braucht, ich schmeiß welche ins Lagerfeuer. Ja, ich wollte jetzt auch gerade welche bauen. Joa. Wenn die sich ins Lagerfeuer werfen lassen würden. Genau, ging noch vorhin schon nicht. Ah, dann machen wir sie, dann behalten wir sie im Inventar, ist ja auch egal. Ja, dann werfe ich es halt raus, wenn jemand einen Keks haben will. Immer noch nicht genug, weiß ich habe jetzt, weiß nicht wie viele Büschel gesammelt. Ich habe immer noch nicht genug für einen Popelkeks. Ich auch nicht. Ich bin auch am Sammeln, wie blöd. Oh, scheint hinterher. Aber ich habe mich verlaufen. Sollen wir dich abholen? Okay, also sind wir uns jetzt einig, dann würde ich den zweiten Carpenter machen und den zweiten Bauer. Okay, dann ignoriert mich doch einfach. Ich finde das auch so wieder. Es muss ja irgendwo da hinten in diese Richtung sein. Ja, so schnell ist man wieder vergessen, dass sie da am Plan sind, welche Beruf sie lernen sollen. Das da hinten, das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Das müsste gehen. Das war doch hier irgendwo, oder? Ah ja, da hinten sind sie ja. Ah, hab ich selber gefunden, alles gut. Ja, Frauenpower, ne? Schaff ich. Alles kein Problem. Was sind die denn immer noch dran? Ja. Achso, den Farmer, dann wäre nur... Achso, ich hab noch keinen zweiten Büro, fällt mir gerade ein. Ach, werdet ihr euch doch einig. Sende du mal Taylor, oder? Mason und dieser Taylor, ne? Ja. Ja. Dann mache ich noch Taylor erstmal. Quatsch, ich kriege einen Satch. Und guck dann weiter. Ja, ich guck auch erstmal, was wir. Wir müssen ja erstmal 60 werden, bevor wir den zweiten Beruf machen. Im ersten Rutsch müssen wir nur sehen, dass wir von jedem einen haben. Das ist erstmal das Allerwichtigste, weil ansonsten doof gucken und so, ne? Genau. So, was wäre denn jetzt der nächste Schritt, was wir brauchen? Die Feuerholz soll ich machen, ne? Und ein Bett. Ja, dann mache ich im ersten Rutsch den Farmer. Ja, und ich mache auf jeden Fall einen Carpenter, das sowieso. Du machst im ersten Rutsch dann wahrscheinlich den Blacksmith, ne? Würde ich dann machen, ja. Dann mache okay. Was mache ich dann als ersten Rutsch? Machst du den Mason, dann mache ich als ersten Rutsch den Taylor. Ja, okay. Halte ich auch für sinnvoll, ja. Gut. Da kannst du auch recht viel zeigen mit dem Mason, der kann sich verdammt viel bauen für die Stadt. Da bin ich mal gespannt drauf. Ähnlich wie der Carpenter. Oh, meine Hatchet ist kaputt. Achso, Stroh und diese Pflanzenteile kommen da in diese Strohballen? Genau, daraus wird dann Setsch. Okay, ich habe noch ein paar Bärchen im Schwein, ne? Davon Stroh brauche ich auch noch. Was denn? Und 20 mal Leder bräuchte ich dann. Ich hab hier Echo Seed, was ist denn das? Das ist eine Samenart von Echo, die man später auch braucht, aber das ist halt nicht richtig integriert, noch momentan. Okay. Wenn mir eine Axt kaputt geht, ist die dann weg? Yep. Ja. Achso, ich dachte, ich kann die dann reparieren. Nee, die ist weg. Ich konnte meine reparieren. Als sie ganz kaputt war? Ja. Oder beziehungsweise ich hatte halt da ein rotes Symbol, aber habe ich auf dieselbe Nummer nochmal geklickt, tauchte sie wieder auf. Ja, dann baust du die nochmal neu, wenn du das Zeug dafür hast. Also mein Gefühl hat mich nicht getrügt. Die Jungs haben genauso wenig Ahnung wie ich von diesen ganzen Baumaterialien und Sachen hier. Das werden wir aber alles rausfinden. Und wie ihr jetzt mitbekommen habt, ich werde den Mason machen. Da kann ich euch dann eine ganze Menge zeigen. Ich werde mich dann auch wieder aus den Gesprächen so ein bisschen rausklinken. Und dann werden wir das da erkunden, was man da alles bauen kann. Ich bin super gespannt. Ich habe mir das mal im Vorfeld angeschaut. Das Menü ist wahnsinnig umfangreich. Natürlich hängen auch die ganzen Berufe alle miteinander irgendwie ein bisschen zusammen, sodass man immer mal wieder ein paar Materialien von dem einen braucht und mal von dem anderen braucht. Also Berufe, die man selber nicht gelernt hat. Und ja,
wenn man so ein Haus dahin stellt, da gibt es dann auch wieder nur einen Grundriss und man muss dann die einzelnen Stockwerke bauen. Das heißt, man muss dann wieder andere Materialien damit reinlegen, die wiederum andere Leute dir vorher fertigen müssen oder die du dir dann selbst ersammeln musst. Wir werden uns das alles anschauen. Das werdet ihr hier auf meinem Kanal dann sehen. Wobei ihr dann natürlich die anderen Berufe, Carpenter und so weiter, dann eben bei den anderen YouTubern sehen könnt. Die habe ich euch ja unten verlinkt. Also von daher, das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Und es wird hoffentlich auch interessant genug dann für euch. Ach, bin ich von überzeugt, das wird schon. Oh ja, ja bitte. Ich brauche noch, brauch noch 16 Leder. Ich habe zwei. Na, das da ist doch schon mal was. Liegt vor mir. Normales Leder oder die Strips? Nimmst dir es, die spawnt sonst. Ja, ich muss dich gleich mal aufnehmen. Kannst du mir sonst noch was abnehmen? Ich bin nämlich, warte mal, oder komme ich? Ne, ich bin überladen, heillos überladen. Ich weiß auch nicht warum. Leder steht da, aber die Tier heute gehen. Also. So, Feuerwood habe ich ein bisschen gemacht. Reicht das oder muss das mehr? Sind jetzt noch fast 300 um durchlaufen. Das reicht, glaube ich, am Anfang. Kannst du die dazugehörigen Lagerboxen da drin aufbauen? Nee, Lagerboxen kann ich nicht. Ich habe schon Dings aufgestellt. Achso, ich kann diese Wood Piles kann ich machen. Anchor ja, nee, haben wir schon. Muss nicht noch eins machen. Oh. Eins reicht da. Da ist genug Platz drin. Oh, ich hätte es auch gern. Na gut, dann nicht. Ja, weil das muss ja noch trocknen, das Holz. Gut, was wäre dann der nächste logische... Nee. Was wäre der nächste logische Schritt, was wir machen müssen? Irgendwie in Richtung Bogen, ne? Ja. Das dauert noch ein bisschen, oder? Bogen ist mit... Ja, ich sehe den auch noch nicht. 18. Wollen wir das Gold, was wir haben, in das Schwein legen? Das ist nämlich ganz schön schwer. Ja, ja, das habe ich mal schon reingeschmissen. Aber ich glaube, dann ist das Schweinchen ziemlich schnell an der Belastungsgrenze. Das Schwein ist überladen. Ja, ich meine, dann schmeiß halt Steine raus. Die braucht man jetzt noch nicht so dringend. Steine kriegen wir auch schnell wieder. Schmeiß ich die raus und dafür Gold rein. Das Goldschwein. Der Goldesel wird ein Goldemmer. Achso, ich habe die Goldemmer. Goldemmer. Du Kartenscheiße. Oh. Mit dem goldenen Lächeln. Nee, sag mal, weil ich kenne mich jetzt noch nicht so aus. Coach und Xa haben es ein bisschen gezöckelt. Ja? Okay. Was wäre jetzt so der nächste logische Schritt in Sachen Entwicklung hier, Dorfentwicklung? Was müssen wir machen? Ein Drachen spawnen lassen. Ein Drachen. Wie wär's mit Leder und Zelten, ha? Ja, also eigentlich... Ein Bett. Ja, ein Bett, ich arbeite dran. Würde ich jetzt langsam anfangen hier mit der Ausrüstung. Also Richtung Blacksmith. Matze hat jetzt gerade geschrieben, fertig. Ja, wir machen gleich auch fertig, ja. Ausrüstung in Richtung Blacksmith, aber da haben wir noch zumindest leveln. Wir müssen leveln. Ja, ja, wir müssen leveln. Also, lass uns Tiere killen gehen, oder? Ja, lass uns ein bisschen jagen gehen. Ja. Genau, dann gehen wir gleich zusammen. Am besten wirklich alle zusammen. Dann bleiben wir gleich in der nächsten Folge, haben wir dann was vor. Dann machen wir das. Sekunde, ich level mal ein bisschen Gewicht bei mir ausnahmsweise. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Über eure Kommentare und Däumchen nach oben freuen wir uns natürlich alle sehr. Und Vorschläge und Ideen, was wir hier anstellen müssen. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.